Warnung: Dieses Video könnte für viele von euch sinnlos erscheinen, doch in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass ihr nur notgeil seid. Muhahaha. Dieser Werbespot ist nur eine Warnung und jetzt sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Ist doch alles nur Spaß. Muhahaha. Hallo ihr YouTuber. Ich hoffe euch geht's allen gut. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Muhahaha. Ich bekomme von euch viele Videovorschläge zum Thema Beziehungen. Muhahaha. Wie ihr wisst, bin ich ja auch in einer Beziehung mit Magdalena, die alte Schnecke. Muhahaha. Daher dachte ich mir, ich bringe eine neue Rubrik auf meinem Kanal, bei der ich mit euch über ein Thema rede, welches ihr euch wünscht. Muhahaha. Also ihr schreibt ein Thema in die Kommentare und ich werde dieses Thema komplett auseinandernehmen. Muhahaha. Also ich werde das Thema definieren für die Verständlichkeit und Vor- und Nachteile nennen. Denn wie wir alle wissen, bei allem gibt es Vor- wie auch Nachteile. Muhahaha. Fan, gehen wir an mit. Let's talk about. Was bedeutet das Wort Beziehung überhaupt? Also laut Wikipedia gibt es verschiedene Beziehungen. Muhahaha. Das Wort Beziehung bezieht sich also auf den Kontakt mit einer anderen Person, sei es bei einer Liebesbeziehung oder Geschäftsbeziehung. Oh warte, da gibt es auch die Sexbeziehung. Mein Favorit. Muhahaha. Also wie ihr entnehmen könnt, dreht sich alles um den Kontakt mit einer anderen Person. Aber um sich mal genauer auf nur ein Thema einzulassen, nehmen wir mal die Liebesbeziehung. Muhahaha. Kurz erklärt: Bei einer Liebesbeziehung sind zwei Personen, öfters männlich und weiblich, aber auch gleichgeschlechtlich, die gegenseitig Gefühle füreinander haben. Muhahaha. Sie können in einer Partnerschaft sein, was bedeutet, sie wären in einer Beziehung. Allerdings gibt es da auch andere Arten von Beziehungen innerhalb einer Liebesbeziehung. Zum Beispiel die offene Beziehung. Muhahaha. Bei einer offenen Beziehung ist man zwar in einer Partnerschaft mit einer anderen Person, aber man kann auch mit einer fremden Person verkehren, ohne dass man Ärger von seinem Partner bekommt. Muhahaha. Doch wie wir alle wissen, gibt es bei allem Vor- und Nachteile. Muhahaha. Vorteil Nummer 1. Wenn man in einer Beziehung ist, ist man nicht alleine. Sagen wir, du kommst von der Arbeit, hattest einen schlimmen Tag, der sehr stressig war. Dann wäre eine Partnerin oder Partner genau das Richtige, um dich ein wenig zu entspannen und mit ihm oder ihr über deinen Tag zu sprechen. Danach muss man erstmal Stress abbauen. Im Bett. Muhahaha. Vorteil Nummer 2. Wenn du mit Freunden in eine Bar gehst und die verzweifelt versuchen, irgendwelche Mädels sich klar zu machen, lehnst du dich entspannt zurück, lächelst und denkst dir: Ach Jungs, wer hat zwei Daumen und wird heute Abend noch Sex haben? Muhahaha. Vorteil Nummer 3. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, der einen guten Beruf hat, bei dem er viel verdient, ist das dein Jackpot. Muhahaha. Falls ihr mal knapp bei Kasse sein solltet, könnt ihr euren Partner oder eure Partnerin um bisschen Geld fragen. Muhahaha. Vorteil Nummer 4. Stellt euch vor, du stehst morgens mit starken Verspannungen auf. Dann ist es praktisch, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, die euch auch gerne massiert. Somit seid ihr die Schmerzen los und ihr seid entspannt. Muhahaha. Vorteil Nummer 5. Wenn ihr mal wieder von einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und voll vergessen habt, euch noch was zu essen zu kaufen, könnt ihr eventuell Glück haben und euer Partner oder eure Partnerin hat was zu essen gemacht. Muhahaha. Nachteil Nummer 1. Natürlich läuft nicht immer alles schön. Es gibt auch diesen Partner oder Partnerin, die euch kontrollieren und vieles verbieten. Plötzlich dürft ihr nicht mehr rausgehen mit Freunden, so vernachlässigt ihr eure Freunde,
bis ihr das heimlich macht wie ein Hintergangster. Muhahaha. Nachteil Nummer 2. Wenn du in einer Beziehung bist und mit Freunden in einer Bar oder in einem Club bist und eine sehr hübsche Frau oder sehr hübscher Mann zu dir kommt und Interesse an dir hat, dich kennenzulernen, musst du Nein sagen. Muhahaha. Nachteil Nummer 3. Du kannst nicht immer das machen, was du willst. Beispielsweise du willst den zweiten Tag hintereinander mit deinen Jungs feiern gehen, aber deine Freundin will das nicht. Musst du auch mal etwas zurückstecken und verstehen, dass zu viel Gefeiere die Beziehung gefährden kann. Muhahaha. Nachteil Nummer 4. Wenn deine Freundin ihre Tage hat und Probleme mit ihren Hormonen hat, dann kann es auch schnell mal wieder zu einem Streit führen. Wenn du obendrauf noch eine Freundin hast, die dich nur fragt, wie es dir geht, ist es ganz aus. Muhahaha. Deine Partnerin wird dich sofort ausfragen, wer das ist und was sie will. Muhahaha. Also im Allgemeinen ist zu sagen, dass Beziehungen schön sein können. Leute, ihr müsst nur mal etwas lockerer bleiben. Schenkt der Person, für die ihr Gefühle habt, Vertrauen, und wenn sie oder er mal mit Freunden was unternehmen mag, dann lasst es euren Partner auch mal machen. Jeder sollte sein eigenes Leben noch leben dürfen, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Kenn deine Grenze. Muhahaha. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, bleibt im Alter zwischen 18 bis 21 Single. Muhahaha. In der Zeit sammelt ihr Erfahrungen und wisst immer mehr, was euch an Frauen oder Männern gefällt. Tobt euch aus in der Zeit, das gehört dazu, um Erfahrungen zu sammeln. Muhahaha. Oh nein, mein Handy. Hallo, mein Hase, Pups, alles fit im Schritt. Hallo, mein Schnunki. Naja, ich habe die Erdbeerwoche bekommen. Muhahaha. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wie soll ich jetzt mein Glück in dir finden? Muhahaha. Oh Mann, du bist so ein typischer Mann. Dir geht es immer nur ums eine. Ja, ich bin ja auch ein Mann. Wenn ich auf der Jagd bin, hat sich die Gejagte, in dem Fall du, zu ergeben. Das liegt so bei uns in den Genen. Muhahaha. Das ist so unfair, aber du kannst ja trotzdem zu mir kommen und wir schauen einfach einen Film zusammen. Muhahaha. Oh, Herbert rief mich vorhin an und fragte, ob ich heute einen drauf machen will. Muhahaha. Aber Spaß beiseite, natürlich komme ich zu dir und nehme dich in meinen Arm. Aber danach geht's ab unter die Decke, damit wir uns verstehen. Muhahaha. Verzeiht mir bitte für die Beleuchtung im Hintergrund. Die Sonne hier auf den Malediven scheint zu stark. Muhahaha. Nein, Spaß. Hartz IV und die Welt gehört dir. Muhahaha.